Und damit sind wir endlich durch den Sumpf. Ich hab's geschafft, endlich. Mal sehen, was uns hier erwartet. Jetzt geht's erstmal hier durchs Wasser. Mal gucken. Nicola, why? Don't worry. It'll be clean and quick. Stop! Nicola! Schnell und sauber, meint der Swiffer oder was? Gucken wir mal nach. Was erwartet uns hier? Eine Mistel und Loot. Königsstahl. Königinnenstahl. Entschuldigung. Ja. You saw it? Damn it. Where'd he run off to? Ashes are the boys. Something's coming. Option. Weißer Hai, Teil Wade. Hallo, 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 hallo. Mädel. Wo haben wir denn die eingekauft? Ah, die macht ganz nett Damage. Die eindringende Henkerin. Was werden wir gegen sie tun? Also ich schätze mal, es ist ein Wasserboss. Da werden wir mit unserer Flammenklinge nicht viel anrichten können. Range hat's ja auch wie Sau. Ja. Ja, genau. Machen wir weiter so, ne? Das. Ja. Machen wir einen anderen Angriff. Was soll das? Ja. Ah, ich lebe noch. Gott sei Dank. Jetzt ist vorbei. Okay, Schwächungseffekt verlangsamen. Ja, ist ja einfach, der Boss, ne? Diesmal mit Blitzschwert. Vielleicht macht es mehr Sinn gegen den Wassergegner. Gucken, was die Lady aushält. Ist das? Ja, natürlich auch mit Partner, weil. Alleine. Das ging gar nicht. Man hat ungefähr 4 Versuche, die total. Ja, jämmerlich waren. Die habe ich rausgeschnitten, weil. Ihr werdet sehen. Ja, man kann sie auch wahrscheinlich irgendwie hier backsteppen, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, ja, komm doch hier. Hau sie platt! Grill sie! Nee. Elektrifizier sie! Viel Leben hat sie nicht mehr. Ja, genau, jetzt. Das ist die Chance. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Assassinensichel. Ah. Kann sie. Damn it! Jetzt erleben wir die Vergangenheit des kleinen Jungen und seiner Schwester. Mia, I'll be back. Sorry, but it's time.
You shouldn't sleep so late, you know? Das ist wohl sowas wie ein Armenhaus, wo die zwei gelebt haben. She's gonna be mad at me. Der Typ neben Nicola ist, glaube ich, der Jäger. Remember, once you're in there, you're in forever. Are you really sure? Aha. Yeah, I'm sure. I wanna keep me as safe. Also der Untertitel verrät uns schon mal, dass der Jäger Jack heißt, oder? Jack ist jemand anders. You have a noble spirit, Nicola. I respect that. Vielleicht täusche ich mich auch und das ist gar nicht der Jäger. Wer weiß. Ah, der Schneestapfen. Ah, ist schon das Ende? Ja. Okay. Ich habe mir das jetzt ein bisschen aufschlussreicher vorgestellt, das Ganze. Ein bisschen mehr über die zwei zu erfahren. I think that memory was from the boy. What exactly was going on? A snowy mountain. Is something there? I think that memory was from the boy. You saw who was there with the kid, right? How do you think those two know each other? What the hell is going on? You saw who was there. What the? Ja, wiederholst dich wieder, ne? Ja, gut. Was all of that? Damn. She's losing herself. She needs blood. Right. Then we're going back to base. Anscheinend sehen wir jetzt den zweiten Teil der Erinnerung. Mia. Nicola, are you there? I'll be back. Wait, let me go with you. You shouldn't sleep so late, you know. Kleiner Junge klingt irgendwie vernünftiger als die Schwester. Where? Ah, sieht der mal cool aus. Sieht aus wie das eine Gebilde aus dem gelben Zeug. Where am I? Wait! Wieder so ein Kraftfeld. I want to keep me as safe. Don't go, Nicola! Ich habe schon so eine Vermutung. Ich denke, Nicola hat einen Teil von sich selbst geopfert, um den Rest der Wiedergänger vor größerem Schaden zu bewahren oder vor irgendeinem Event, von dem wir noch nichts wissen. Vielleicht hat es mit dem Nebel zu tun. Irgendwas in der Richtung wird sein. A dream? Der Hut von Nicola. Ein Andenken. But that means
Ja, natürlich hängt da jetzt ein Foto genau von dem sie geträumt hat. Von dem Ort. This place. Das wird unser nächstes Ziel werden. Gemeinsam mit mir den Ort zu suchen. Den Ort ihrer Träume. What exactly is going on here anyway? Why does every blood vein we find lead back to the old city ruins? The key to finding the source is there. That's all I can say for certain. Sure, but we've been everywhere we can... Try here. You know the statue of the goddess in the ruins? There's a mechanism inside of it. I see. Oh, ich weiß wo. So that's our ticket. Hey, are you sure you should be up and about? Yeah, it's okay. Sorry for causing you so much trouble. I'm fine now. I hope I'll get a chance to repay you. That information is more than enough. There's a favor I'd like to ask. I'd like you to tell me how to get here. Please, it's really important to me. I'll pay you back, I promise. I'd love to tell you, if I knew. I'm not sure of the path there myself. Other than that, it's sealed off by my asthma. I see. Sorry, I don't mean to make demands of you. It's not impossible, though. We're able to pass through the miasma. Thanks to our friend here. If you decide to stay with us, I'm sure we'll find the way to your snowy mountain eventually. Of course, you would need to help us out with our objective first. I'm glad to do whatever you need me to. As long as I end up reaching my destination. We have a deal. Good to have you along. Likewise. Well, great. I guess that's settled then. You are now officially one of our friends. Friends? I'm Yakumo. This brainiac here is Louis. And... Huh? Where'd Murasame and Io get to? I mean, if that's okay. It is. Actually, I don't think we've gotten your name yet. Oh, I'm Mia Karnstein. And I'm good in a fight if you guys ever need the help. Yeah, you sure did a number on Yakumo. Seriously, that really hurts. Glad to have you on our side, Mia. Hello there. There! That mountain of gear has been conquered! Everyone's stuff is fixed up and ready to go. Oh, you're an angel, Murasame. Sorry we're always piling up the work on you. Well, you'll find the source for sure this time, right? I look forward to hearing your report when you get back. Look at all this stuff. Did you gather it yourself? Oh, you're feeling better! That's great! I was worried about you.
Hey, you and I are about the same age, aren't we? We're gonna be besties, I can tell. She's like that with everyone. Just smile and nod and it'll be fine. Now, now. Those aren't for you, Io. We wouldn't want you to get hurt. That's right. No need to rush recklessly into battle. There are people waiting for us at home, after all. And without them, well, where would we be? Oh, Yakumo looks sad. Give me a break. And don't look at me like that. It's no big deal, okay? My friends are important. They're like family to me. My friends were all scattered after the Great Collapse. I don't even know if any of them survived. But every time we go somewhere new, I keep an eye out for them. Anyway, I count myself lucky. I went through some really nasty rejections back when I became a Revenant. Honestly, I was right on the brink of losing myself. It was my friends that pulled me back, kept me safe. Bunch of sentimental fools. I'll keep him safe, no matter what happens. That's how much my friends mean to me. And now I've got three more sheep to look after. A man's work is never done. So just don't worry about it. Technisch ist er gut versorgt, der Yakumo. Well, you're in awfully high spirits. What do you mean? Normally, you've got eyes like a dead fish. But now, you actually seem alive for once. I'm just glad you found some friends to cheer you up. Friends? I suppose you're right. It looks like everyone has gone to rest. It seems more cheerful here now. The atmosphere has brightened a lot since we first came. You have the strength to overcome any obstacle in your path. A curious individual indeed. Recently, I've been puzzled. If it is possible, I want to stay with you, just like the others. Think a lot about how I would like to come with you and help to make a difference. But it cannot be. I am unable to fight, so I would only put you in danger. I have to continue doing what I must. That much I am sure of. But there's something that confuses me. It's a strange sensation that wells up from within me. What is it? It could be. I'm not sure. It's a feeling as though something is pushing me. Ah.
Also mit der Io werden wir noch was erleben. Das schwöre ich euch. Und auch mit dem Luis. Ja, gut. Das waren jetzt ein paar Cutscenes. Das war jetzt ganz schön viel Cutscene, Gelaber und ja, Stille von meiner Seite. Aber muss ja auch mal sein, ne? I saw some of the government soldiers moving through there. That should put you on the right track. Ja, ich weiß, welche Statue sie meint. Tauschen, Partner wechseln. Whatever awaits us ahead, if we stop, let me know if. Anscheinend doch nicht. Gut. So. Ja, gucken, was die Tafel sagt. Untersuche die Statue der Göttin in den Ruinen der Stadt. Da so eine Statue. Ja. Da ist so eine Leiter. Die konnte ich nicht runterlassen. Vielleicht mit Sicherheit geht's da weiter. Aber zuerst machen wir wieder auf Solo-Mission. Das kann man Mia auch mitnehmen. Schön. Vielleicht nehmen wir Mia dann im Schneegebiet mal ein bisschen mit. Vielleicht hat sie was zu erzählen. Stufenaufstieg ist auch am Start. Und los geht's. Göttin, oder? Sind wir richtig? Jawohl. Ja, du berührst sie nicht mal. Hat anscheinend gereicht. Neues Gebiet. Jetzt schon? Neue Quelle. So, every spring we've found so far leads back to here. Come on, let's head in. The source can't be far off. Hier laufen die Quellen zusammen. An der Blutquelle. Sehr verwirrend, das mit dem Verfolgen. Ah, jetzt kommt wieder so ein Ladetunnel. Ja. Laderuckler. Mal anders hinsetzen. Ja, die schönen Ladetunnel. Das ist eine gute Idee, um Ladebalken zu verhindern. Oder zu vermeiden halt. Sind wir in Anolondo oder was? Cool. Ach, nee. Also hier hätte ich hin müssen wahrscheinlich mit dem Mädchen. Mit der Mia. Die hat sicher was gelabert. Naja. Kann man ja nicht wissen. Aber hier kann ich sie ja dazu joinen lassen.
aktivieren. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.